Professor Beck, mit Ihrer langjährigen einschlägigen Erfahrung in Deutschland und vielen tropischen Ländern gelten Sie als einer der internationalen Experten in Biodiversitätsfragen. Was war für Sie der Anlass, die Vielfalt des Lebens herauszubringen? Die Vielfalt des Lebens ist die Grundlage für unser Leben. Die vielen Organismen erhalten unsere Umwelt, die wir nutzen. Und wenn wir diese Umwelt für unsere Zwecke benutzen wollen, wenn wir eine schöne Natur haben wollen, wenn wir sauberes Wasser, wenn wir saubere Luft haben wollen, dann müssen wir auch für diese Umwelt was tun. Und das kann nur funktionieren, wenn wir von dieser Umwelt was verstehen, wenn wir etwas über die Biodiversität unserer Umwelt verstehen. Welchen Themenbereichen widmet sich Ihr Buch und was ist besonders hervorzuheben? Wir haben versucht, alle wichtigen Aspekte der Biodiversität und der Biodiversitätsforschung in diesem Buch leicht verständlich darzustellen. Zum Beispiel, wie kann man überhaupt Biodiversität entdecken? Etwas, was in den meisten Darstellungen über Biodiversität überhaupt nicht berücksichtigt wird, ist die Beteiligung der Liebhaber, die Beteiligung der Nichtwissenschaftler in der Biodiversitätsforschung. Wir haben in Deutschland viele Gesellschaften, die von Liebhabern getragen werden. Und insofern sind diese Liebhaber ein ganz wesentlicher Bestandteil der Biodiversitätswissenschaften. Und wir hoffen, dass immer mehr junge Leute, aber auch Erwachsene, sich in diese Richtung betätigen. Die angesehene Wissenschaftsjournalistin Claudia von See hat das Buch sprachlich und grafisch überarbeitet. Warum war Ihnen das wichtig? Ich kenne Frau von See als Wissenschaftsjournalistin und Chefredakteurin der Zeitschrift Biologie in unserer Zeit schon seit vielen Jahren. Ich weiß um ihre Fähigkeiten, komplizierte Sachverhalte prägnant und gut verständlich darzustellen, die entsprechenden Bilder gut auszusuchen, Verbesserungen vorzuschlagen. Und ihre Kommentare waren immer so treffsicher. Ich habe auch oft lachen müssen über die Charakterisierung von einzelnen Darstellungen. Menschlicher Einfluss wird ja oft als negativ für die Biodiversität empfunden. Ist das überhaupt korrekt? Ja und nein. Es hängt vom Ausmaß des Eingriffes ab. Starke Eingriffe zerstören natürlich sehr vieles, auch die Biodiversität, das Funktionieren der Ökosysteme. Moderate Eingriffe, sanfte Eingriffe sind aber nützlich. Wir wissen, dass solche Ökosysteme mit sanften Eingriffen reicher an Biodiversität sind und sogar stabiler sein können als ohne solche Eingriffe. Welche Bedeutung hat das Thema in Deutschland? Der neu gegründete Weltbiodiversitätsrat wird seinen Sitz in Deutschland haben. Insofern wird die Welt auf Deutschland blicken, wie wir mit unserer Biodiversität umgehen, wie wir unsere Biodiversität erhalten. Für wen haben Sie dieses Buch herausgebracht und wer war daran beteiligt? Beteiligt waren über 40 Wissenschaftler der deutschen Wissenschaftsorganisationen. Und es ist wirklich ein Novum, dass sich aus all diesen Gesellschaften Leitende, aber auch Nachwuchswissenschaftler gefunden haben, die an einem solchen gemeinsamen Werk begeistert mitgeschrieben haben. Das Buch richtet sich an alle, die an der Natur interessiert sind, an die breite Öffentlichkeit, insbesondere aber natürlich auch an Wissensvermittler, an Multiplikatoren. Wir denken da in erster Linie an Lehrer, die das Wissen weitergeben, die ihre Schüler begeistern. Insofern hoffen wir, dass das Buch eine breite Öffentlichkeit erreicht und den Sinn und das Ziel, Information zu streuen, auch dann tatsächlich schafft.